Heute zeige ich euch meine ganze Turnierausrüstung. Das mache ich auf Juni. Ich blende euch dann Videos ein, wo ich das anhabe oder wo ihr das gerade sehen könnt. Lasst doch einen Daumen, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Oder ein Huf und ein Abo und eine aktivierte Glocke. Fangen wir damit an. Ich habe eine weiße Reithose für Turniere. Die könnt ihr jetzt sehen. Ich könnte auch mit einer schwarzen Reithose reiten, habe ich bisher noch nie gemacht. Ich bin immer mit einer weißen geritten. Beim Gymtraining bin ich mit einer Jeans geritten, weil meine Mutter alle Reithosen hatte. Wie Papa und ich aber schon vorher da waren und meine Mutter später dazu gekommen ist und ich keine Reithose eingepackt habe in meinen Rucksack. Also bin ich mit Jeans geritten, geht bei meinem Wintersattel ja zum Glück, der angeraut ist, wo ich sowieso Grip habe, auch egal welche Hose ich anhabe. Du drehst dich gerade immer weiter mit dem Popo zur Kamera. Ist das Absicht? Dann habe ich für die Turniere natürlich mein Pony. Das brauche ich ja auch, sonst könnte ich schlecht mit Juni Turniere reiten. Ich habe ein Jackett, was eigentlich jeder Turnierreiter hat. Es ist ein simples schwarzes Jackett. Das haben wir irgendwann mal über eBay gekauft. Also, falls jetzt Fragen kommen, woher ich das habe, ich weiß es nicht. Ich habe es einer anderen Person abgekauft, die es verkauft hat. Dann habe ich weiße Reithandschuhe. Ich bin tatsächlich auch schon mit schwarzen geritten und ich habe immer zwei Paar Reithandschuhe, wenn ich irgendwie zum Training fahre oder zum Turnier fahre. Ein weißes und ein schwarzes Paar, manchmal auch zwei schwarze Paare. Denn ich kann ja theoretisch auch mit schwarzen Handschuhen reiten, aber meistens benutze ich die weißen Reithandschuhe. Dann habe ich halt natürlich so Chaps, Stiefeletten und Helm und meine Weste. Die mache ich halt nur sauber, weil so kann ich kein Turnier mit denen reiten, weil die sehr dreckig sind. Die mache ich aber einfach nur sauber. Irgendwann schaffe ich mir auch nochmal Turnierstiefel oder Stiefeletten explizit an. Dann muss ich das nicht immer sauber machen und so. Dann hat Juni, beziehungsweise habe ich mit Juni Startnummern. Die hatten wir einmal mit einem grünen Glitzerrand in Rund und jetzt haben wir sie mit einem weißen Glitzerrand, weil die grünen mit einem grünen Glitzerrand kaputt gegangen sind. Das Halfter, was Juni gerade drauf hat, das Kronzow-Halfter, das ist meistens eigentlich so mein, in Anführungszeichen, Turnierhalfter. Damit kann ich halt so ein bisschen angeben, dass ich einen Pony vom Kronzow habe. Na gut, theoretisch kann ich es mir auch einfach gekauft haben auf dem Kronzow. Auf jeden Fall nehme ich das immer in sauber. Natürlich in sauber. Ich habe aber noch mindestens ein weiteres Halfter, weil ich sogar meine beiden weiteren Halfter mit am Stall. Für alle, die mein Halfter-Video gesehen haben, ja, ich habe noch ein viertes Halfter. Aber das nehme ich nie mit, außer ich longiere ihn halt oder mache es irgendwie über die Trense. Die Stricke kommen alle mit. Dann hat mein Pony für die Turniere auch noch eine extra Putztasche, weil da passt einfach viel besser was rein. Also man kann sie falten und knicken, wie man will. Es passt halt in den Hänger rein und man hat nicht diesen viereckigen großen Putzkoffer. Mein Gebiss und meine Trense mache ich natürlich auch sauber. Und Sattel und Steigbügel, was wir jetzt nicht explizit fürs Turnier gekauft haben, aber ich habe noch so alte Joghurt-Eimer. Wenn wir so ein Kilo Joghurt-Eimer kaufen, den behalten wir dann meistens alle. Denn da passt immer super das portionierbare Futter rein. Wenn es natürlich über mehrere Tage ist, muss ich das Müsli entweder in größeren Behälter machen oder in mehrere Eimer füllen. Aber so der Rest, die Hagebutten, Mineralien und so, das Futter habe ich euch gezeigt. Könnt ihr hier auf dem i sehen. Der Rest passt in einen so einen Futtereimer halt rein. Dafür sind die Dafür sind die Joghurt-Eimer halt einfach extrem praktisch. Sie verbrauchen wenig Platz. Dann habe ich noch einen Wasserpott für Juni, aber den nimmt er manchmal meistens nicht so wirklich wahr. Hier oben könnt ihr ein Turniervideo sehen. Hier unten könnt ihr die restlichen Adventskalender-Videos sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen oder einen Huf nach oben da. Je nachdem, was Juni sich wünscht. Ein Abo und eine aktive Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich oder morgen wieder. Tschüss!